So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von City Skylines Turnable. Wir werden weiterhin versuchen, hier den Verkehr zu reparieren. Wir haben jetzt ja hier unser Ölgebiet, also da können wir dann Plastik herstellen. Und hier unten in unserem Forstwirtschaftsgebiet können wir dann nachher Möbelfabriken bauen. Schauen wir mal unsere auswärtigen Verbindungen, ob sich da groß was verändert hat. Wir importieren immer noch sehr viele Waren, aber auch ein bisschen anderen Kram. Ich weiß nicht, ob sich hier wirklich viel verändert hat. Haben wir schon ein Postamt in... Hier haben wir noch keins. Ne? Okay, dann bauen wir am besten mal eins hier hin. Oh je. Zack. So. Hier oben. Also hier unten haben wir scheinbar aber nicht genug, nehme ich mal an. Bauen wir mal hier noch eins hin. Hier noch eins, hier ist genau Platz, sehr gut. Und hier ist auch noch keins. Das sind immer so die Sachen, die man vergisst, so Postämter und sowas. So. Das sollte reichen fürs Erste. Hier bei der Uni ist auch keins. Hier oben ein Sensor. Oh, habe ich das Vanilla-Postamt genommen? Ne? Naja. Ist dann halt so. So. Aber hier wollen wir bitte mal die Deutsche Post haben so, zack. Hier vielleicht auch so. So, hier haben wir immer noch ein bisschen Stau, aber jetzt geht eigentlich. Und hier sind tatsächlich jetzt sogar Leute und benutzen den Rastplatz. Ist das nicht toll? Cool. So, wie sieht unser Verkehr aus? 67%. Und hier im Hauptstraßenbereich haben wir noch große, rote Teilstrecke, die Bahn ist auch immer noch nicht so ganz genesen, sagen wir mal. Und hier oben, hier geht's eigentlich. Der Kreisel ist ein bisschen überlastet, hier die Abfahrt. Das ist wahrscheinlich ein Teil des Verkehrs, der vorher hier vorne war an der Auffahrt. Okay. So, jetzt können wir eigentlich nur warten, bis die hier aufleveln. Was demnächst sein müsste, zumindest beim Holzgebiet hier. Und hier... dauert es noch etwas länger. Okay. Ich glaube, wenn wir dann erstmal alle einzigartigen Fabriken hier gebaut haben, dann sollten wir auch... Kein Platz mehr. Okay, lernen wir den mal. Wie sieht denn unser Bestattungswesen aus? Krematoriumverfügbarkeit ist prima. Wir haben sehr gute Kinderbetreuung und auch relativ gute Altenbetreuung. Das ist schön.
So, wollen wir doch mal gucken, wo die hier alle hinwollen. Der möchte hier hin. Okay. Warum nimmt er da nicht die Abfahrt? Das verstehe ich nicht. Ist das nicht näher dran hier? Was wir machen könnten, ist diese beiden Unterirdischen hier verbinden. Ach, geht nicht. Geht nicht, weil die U-Bahn im Weg ist. Und wenn wir das tiefer machen, dann geht's. Okay. Aber dann kommen wir nicht mehr. Kommen wir nicht mehr hoch genug hier, wa? So. Eieiei, das sieht nicht schön aus. Ist vielleicht ein bisschen steil jetzt, aber sieht besser aus. So, und der Grüne hier, wo will der hin? Warm nach Mega-Einkaufszentrum. Hier hin. Okay. Das sieht deutlich besser aus. Wir haben hier jetzt nur noch diese zwei. Naja, gut, sind doch ein paar mehr hier. Wir haben ja aber nicht mehr so viele Gebäude ohne Warenanbindung, wie wir vorher hatten. Insofern werte ich das als vollen Erfolg. Was uns jetzt fehlt, sind Arbeitsplätze. Also müssen wir hier. Ups, Entschuldigung. Noch ein bisschen anbauen. So. Aber Gewerbegebiete bauen wir erst, wenn diese ganzen Warenprobleme geregelt sind. So. Sollen wir hier einen kleinen Park reinbauen? So zwischen den Eisenbahnschienen und dem Wohngebiet? Frage ist, was für ein Park? Könnt noch, wir haben einen kleinen Stadtpark, das ist quasi der Schulpark. Wir könnten noch mal einen groß machen hier. So. Muss ich erst Parkgebiet machen. Okay. So. Der Granatstadtpark. So. Weiß nicht, ob wir das. Obwohl, das ist hier die Parkstraße. Dann passt das ja. Dann gucken wir mal, ob wir den anschließen können an unseren Campus. Ja, können wir. Ist die Frage, ob wir da jetzt mit einer Straße rüberkommen. Schauen wir mal. Sollte gehen. So. Guti. Und hier können wir noch einen reinbauen. Weiß nicht, ob da die Eisenbahnlinie im Park, ob das so eine gute Idee ist, aber vielleicht können wir da ja
einen Zaun drum bauen, damit die Leute da nicht reinspazieren. So, nehmen wir mal die Dinger hier raus. Ja, geht wunderbar. Die Frage, wollen wir hier noch ein Tor machen irgendwo? Aber ist ja eigentlich nur eine, ist ja keine Straße, wo Leute dran wohnen. Insofern ist das nicht wirklich sinnvoll, glaube ich. Studienbericht, okay. Zwei Toga-Partys, interessant. Okay. So. So, die Hälfte haben wir schon mal umzäunt. Jetzt müssen wir noch die Hälfte umzäunen, weil da können die ja auch auf die Gleise marschieren hier. Ah, sieh an, das Waldgebiet ist aufgelevelt. Da können wir dann gleich auch noch was machen. So. Wir haben noch überhaupt gar nichts in diesem Park drin, fällt mir gerade auf. Außer ein paar Bäume. So, dann schauen wir mal. Hier zwei Parkplazas, hier ein Café, Toiletten. So, Schachbrett. Und die beiden Parkstege können wir leider nicht bauen, weil hier kein Wasser drin ist, aber das reicht mit der Attraktivität. Das ist doch gut. So. Und wie nennen wir den Granatstadtpark? Das ist der Peter Harry Carstensen Rücktritt. So. Sehr gut. Ja, und wie gesagt, wir wollten hier rein. Jetzt haben wir hier neue Gebäude bekommen. Mal gucken. Einmal hier die Arbeiterunterkünfte, die hier nicht mehr hinpassen. Sehr gut. Aber die können wir hier. Ach. Ah, da müssen wir die wieder direkt an die Straße packen. Das wollen wir ja nicht. Erstmal die Dinger hier wieder einschalten. So, dann Bio-Pellet-Fabrik. So, Sägemehllager. Da. Und ich glaube, wir können uns auch eine Möbelfabrik können wir uns jetzt auch leisten, ja. Gut. Warte mal. Warte mal, warte mal, warte mal. Ich glaube, die sollen nach unten, weil bei denen ist nicht nötig, dass die Rohstoffe vorhanden sind im Gebiet. Also machen wir das mal hier noch ein bisschen. Wollen wir da eine Verbindung haben zwischen den Straßen? Oder beißt uns das in den Arsch nachher? Probieren wir es aus. Probieren wir es aus. Das andere Industriegebiet mussten wir auch mehrmals neu bauen. So. 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 Und dann nehmen wir die nämlich hier.
Und die Rohstoffdingsies. So, und dann können wir das hier hinhauen. Und was war das andere hier? Möbelfabrik bauen wir. Bauen wir hier hin, so. Cool. Und jetzt können wir hier noch ein paar von den Rohstoffgebieten hin tun. Hier zum Beispiel. Oh. Shit, wo tun wir den hin? Papier und Schnittholz. Okay, Papier wird hier gemacht, glaube ich. Ja. Okay. Jetzt könnte man hier noch eine... Warum stehen hier so viele Züge? Das ist ein... Transportiert Passagiere nach Westdale. Okay, ich glaube, wir müssen hier wirklich eine zweite Strecke machen. Sonst kommen wir. Ist die Frage, wie man die verbindet, aber das sehen wir dann. So. Gott, oh Gott, oh Gott. Weil das sieht nicht gut aus hier. Die müssen wir irgendwie dann noch verbinden, dass sie wechseln können. Hier zum Beispiel. Brauche ich vielleicht die Geraden. So, hoffen wir einfach mal, dass das zum Spurwechseln reicht hier. Oh wow. So, da fahren auch zwei. Okay. Ist die Frage, ob das jetzt wirklich hilft. Mal gucken, ob auf der zweiten Linie, ob da überhaupt Züge fahren jetzt. Wäre mal gut zu wissen. Noch sieht es nicht so aus.
Stehen alle immer noch auf der einen. Warum können wir hier nicht... Was besser? Ich weiß nicht, ob das was gebracht hat. Also hier fährt zumindest auch einer rum. Cool. Okay. ...350 brauchen wir da. Okay, dann gucken wir mal in das Ölgebiet. Fehlt noch ein bisschen. Wie ist der Verkehr? Jetzt ist der hier. Das ist aber verständlich, weil hier geht ja jetzt auch der Industrieverkehr durch, oder? Es geht eigentlich. So schlimm sieht das hier nicht aus, aber vielleicht ist der Kreisel. Vielleicht sollten wir den noch ein bisschen pimpen. Und ein Four-Lane Highway draus. Können die Leute im Kreisel schneller fahren. So. Ich meine, was man auch machen könnte, ist hier vielleicht erstmal hier raus eine Vorfahrtsstraße machen. So. Ja, dachte ich es mir. Hier sowieso eine mit Stoppschild. Warum ist hier kein Öl drin? Ist doch Öl. Dauert wahrscheinlich zu lange, oder? Naja, irgendwann wird es da auch fertig sein. Haben wir eigentlich eingestellt, dass hier vielleicht auch ein paar andere Baumsorten angebaut werden sollen? Buchen und Nadelbäume zumindest. Sieht nicht so aus. Okay. Und hier machen wir mal zwei Treibhäuser. So. Möbel. Sehr gut. In der Bibliothek liegen Müllberge, die nicht abgeholt werden. Das ist auch ungünstig. Die nehmen hier den zweiten Weg einfach nicht. Die stellen sich lieber weiter an hier.
Ich meine, was wir nochmal machen könnten, ist hier eine Verbindung von hier zu machen. Nach hier rein. Vielleicht hilft das. Brauchen die nicht einmal um Pudding fahren da, sondern können direkt hier in die Linie rein. Ja, siehste! Das hat zumindest was gebracht. So. Sehr schön. Aber die fahren weiter alle rechts rum. Es ist denen scheißegal, dass da eine ganze Strecke ist, die hier auch längs führt. Ja, scheiße. Okay. Wie sieht's hier aus? Hier sieht es jetzt mit den Produkten in den Läden gar nicht mehr so schlecht aus. Das Problem sind nur die ganzen Leichen, die hier rumliegen. Wahrscheinlich auch nicht abgeholt werden können wegen Verkehrsproblemen. Also bauen wir. Da ist ein riesiges Krematorium. Okay. Also warum werden die nicht abgeholt? Es ist ein Rätsel. Wie sieht es hier unten aus? Nicht genügend Kunden. Okay. Können wir denn jetzt schon? Wir können Fährhafen bauen. Das wäre vielleicht gar keine schlechte Idee. Bauen wir hier mal ein Ferndepot hin. Das Ding kommt mal woanders hin. Hier zum Beispiel rein, zwischen die beiden Fischereien. Sehr gut, sehr malerisch. Und dann machen wir hier einen großen Fährhafen für die Touristen. So. Ich finde es echt schade, dass man hier die Straßen davor nicht upgraden kann zu Straßen mit Fahrradwegen, aber irgendwas ist halt immer. So. Gut, dann braucht ihr ein Wässerchen. So. Hier oben können wir irgendwo noch einen Fährhafen reintun. Aber einen einfachen. Hier so, so einen. Naja, machen wir den halt hier hin. Mussten wir ein kleines Häuschen abreißen, was soll's. Hier könnte man vielleicht auch noch. Ja, hier passt noch einer hin. Zack. Hier, aber da müssen wir vielleicht. Ah ne, geht. So, und hier oben in Tönning. Zack. Okay, das wird das. Bauen wir hier mal eine Fährstrecke. Ah ne, können wir noch nicht. Wir brauchen erst die Linie hier. Oh, jetzt ist das Scheißding doch im Weg. Okay. So. So.
enge Geschichte, aber wir kommen gerade so durch. So. Warum kommen wir hier nicht durch? What the fuck? Geht doch. So, und hier. Dann hoffen wir mal, dass die Kunden für unser touristisches Gebiet hier aufsammeln. Oh. So. Goodie. Und dann nehmen wir nämlich von hier. Genau, von hier. Bam, 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 bam. Nach da. Da, 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 da. Normalerweise für die Inseln, aber da hier relativ viel an der Küste liegt, können wir das auch hier machen. So, und an Flüssen. Küste und Flüsse. Ufer nennt man das, Küsten bei Flüssen, glaube ich. So, dann geht's hier gleich wieder zurück. So. Cool. Und schon haben wir eine Fährlinie. Jetzt muss nur. Oh, was ist hier los? Muss mit Linie. Ah, muss mit Linie verbunden sein. Okay. Dachte, ich hätte das verbunden, aber das zählt scheinbar nicht. Ist doch verbunden, oder nicht? Gilt das jetzt? Ja, jetzt gilt das. Okay. Sehr gut, da fahren unsere Fähren los. Hier haben wir wieder Leichen. Hier haben wir nicht wirklich... Bestatter. Lass mich lügen, aber das sieht schon sehr viel besser aus hier. So. Dann schauen wir mal, wie der öffentliche Verkehr jetzt so aussieht. Was haben wir denn an U-Bahn? U-Bahn. 500 und 500. 530 und 490. Sehr gut. An Bussen ist nicht ganz so toll. Noch keine Passagiere. Das ist nicht die Inselfähre, das ist die Küstenfähre. So, ja, wie gesagt, wir sind schon wieder ein Stück weiter dabei, die ganzen Problemchen hier zu beheben. Beim nächsten Mal können wir vielleicht dann auch unser Ölgebiet hier aufwerten und dann ein bisschen damit mit dem Gedanken spielen, uns auch ein Erzgebiet aufzubauen hier. Und dann sollten wir langsam, aber sicher, also ich sehe irgendwie nicht, dass die Importe abnehmen, aber dafür nehmen die Exporte zu, gerade auch bei den Waldprodukten, das ist schon mal ganz gut. Naja, aber die kaufen alle noch an hier. Sogar hier oben, wer auch immer das ist. Welches Gebiet? Ach so. Ach stimmt, hier hatte ich ein kleines Industriegebiet noch hingestellt.
damit die vielleicht sich selbst versorgen, was noch nicht der Fall ist hier. Und wir werden ein neues Wohngebiet bauen müssen. Ob wir denn jetzt einfach hier Goldebeck vergrößern, das liegt ja relativ zentral, oder ob wir irgendwo anders noch was hinbauen, ist die Frage, wo. Ich meine, hier ist relativ viel Platz. Hier könnte man gut noch eine kleine Ortschaft reinpacken, aber dann haben wir hier diese stehenden Züge hier im Weg so ein bisschen. Oh, ich sollte die letzten. Was haben wir denn hier an Zug? An Zugverkehr. Haben wir noch Zugverkehr? Wo ist der Zugverkehr? Das ist doch der hier, oder? Zuglinien, ja. Wir haben gar keine Zuglinien mehr. Ich dachte, wir hätten noch welche, aber scheinbar nicht. Das sind alles Leute, die aus dem Umland und aus anderen Städten kommen und Frachtlinien. Und mittlerweile sieht das Gebiet hier so aus, wie es soll. Genug Produkte, genug Kunden. Dafür haben wir hier ein Problem. Nicht genügend Kunden, okay. Naja, das war's wieder für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch diese Reihe gefällt, dann abonniert doch den Kanal. Ansonsten fände ich es toll, wenn ihr das Video liken würdet oder wenn ihr Anregungen habt, wie ich schneller zum Ziel komme, dass hier weniger Fehlermeldungen sind, dann dürft ihr auch gerne kommentieren. Habe ich nichts dagegen. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.